Der Bauernhof kommt mir bekannt vor. Vielleicht habe ich Meister Droger mit einem seiner Besucher davon sprechen hören. Hurst! Nathan Hurst, der lebt hier. Ich habe gehört, wie Meister Droger und er sich unterhalten haben. Er beschrieb genau, wie man hierher gelangt. Wir Zwerge haben einen guten Orientierungssinn und kennen uns mit Wegbeschreibungen aus. Das hier muss der Ort sein. Hm. Ihr erkennt ihn nach einer Unterhaltung, die ihr zufällig mit angehört habt? Ich habe mich nicht daran erinnert, wegen dem, was er gesagt hat, sondern weil er das ist, was er ist, ein Dwerga. Ein Wesen aus dunklen Tiefen, das hier nicht hingehört. Hm, ihr überrascht mich mit eurer Intoleranz. Es ist eine einfache Tatsache, dass seine Gattung den dunkleren Dingen des Lebens zugetan ist. Ich sage ja nicht, wir sollten seinen Hof niederbrennen. Nur, dass ihr vorsichtig sein sollt. Hm, wenn Droger ihn kannte, kann er nicht ganz so übel sein. Ganz übel braucht er auch nicht zu sein, um unsere Mission zu gefährden. Ich sage ja lediglich, seid vorsichtig. Okay, er ist ein Dwerga. Dwerga sind... Tja, im Prinzip sowas wie die dunklen, im Normalfall bösen Cousins der Zwerge. Es sind einfach böse Zwerge, wenn man so will. Dunkle Schattenzwerge. Nur, tja, es muss ja nicht unbedingt jeder sein. Hey, einen Moment, ja? Seid gegrüßt. Jeder Fremder, wenn ihr hier nach Schätzen Ausschau haltet, solltet ihr gleich weiterziehen, denn hier werdet ihr keine leichte Beute machen. Nathan Hurst ist schwerer zu besiegen als ein Dutzend Wölfe. Dann sagt mir, wer ihr seid und wer hierher kommt, damit ich weiß, ob ihr Freund oder Feind seid. Ich bin Mick, ein Schüler von Drogan, drüben in Hügelspitze. Ah, Drogan, den alten Zwerg kenne ich gut. In kalten Nächten haben wir das ein oder andere Glas miteinander getrunken. Ich glaube, jetzt erinnere mich ich mich auch an euch. Habe euch aus der Ferne gesehen, als ich mit Drogan gesprochen habe. Ich erinnere mich, euch eines Nachts einmal mit ihm gesehen zu haben. Vor 6 Monaten etwa, ihr spracht über Pflanzen, übers Pflanzen und Ernten. Merkwürdiges Thema für einen wie Drogan. Ah, Donner, ja. Ihr habt damals eines unserer Lagerfeuergespräche unterbrochen. Wir sprachen über euch und andere Schüler, nicht über Landwirtschaft. Droger meint, er habe mit euch Vieren eine gute Ernte eingefahren. Dann seid willkommen, doch ihr müsst wissen, dass ihr in harten Zeiten gekommen seid. Erwartet keine übertriebene Gastfreundschaft von mir. Hm. Wurde ihr auch von den Kobolden belästigt? Ja, es gab ein paar Probleme mit diesen kleinen, geschuppten Kerlchen, aber hier vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Monster Ärger macht. Wir verteidigen, was uns gehört, nichts, was uns Sorgen machen müsste. Was die Zeiten so finster macht, ist die Tatsache, dass meine Tochter Becca entführt wurde und ich meine schwangere Frau so kurz vor der Entbindung nicht alleine lassen kann. Das Baby kann jeden Moment zur Welt kommen, aber ich schwöre zu Chantea, wenn dieses Kind geboren ist, kriegt es Hügelriesen zum Abendessen. Dieser betrunkene Lümmel Rumbauch wird den Tag bereuen, an dem er sich fürs Verbrechen entschieden hat. Okay. Erzählt mehr davon, vielleicht kann ich euch helfen. Ach, es gibt diesen Hügelriesen namens Rumbauch, der seinen Namen seiner Trunksucht verdankt. Auch wenn er etwas eigenartig ist, bisher war er stets ein guter Nachbar, weil er sich mit den Goblins nie vertragen hat. Bis jetzt hatte ich nie Probleme mit ihm, doch vor 2 Tagen war gerade dabei, meine Kühe zu melken. Da begann meine Tochter plötzlich zu schreien. Ich rannte los und sah gerade noch, wie Rumbauch mit einem Sack über der Schulter verschwand. Er verschleppte sie in seine Höhle, sie liegt in den Hügeln im Westen. Wollt ihr meinem armen Kind wirklich helfen? Ja, ich kann euch helfen. Wie ich sehe, hat Drogan da einen feinen Kerl ausgebildet, muss ich schon sagen. Geht nach Westen und ihr werdet seine Höhle finden. Aber seid vorsichtig, er mag zwar nicht der Intelligenteste sein, aber er ist ziemlich stark, wie alle seiner Art. Okay, das ist eine Aufgabe. Das ist doch klassisch, was für Helden wir uns. Gut, wir gehen nach Westen. Ein Hügelriese. Tja, wie der Name im Prinzip schon sagt, das ist einfach ein Riese. Hügelriese, weil er in Hügeln wohnt. Tja, hört sich dumm an, aber macht Sinn. Es gibt noch viele andere Sorten Riesen, es gibt noch... Feuer... Oh, ein Schwarzbär, der ist uns feindlich gesonnen. Ich beschwöre mal schnell Hilfe. Dann packe ich meine Armbrust aus. Und dann schieße ich. Ja, ich verfehle. Aber nochmal. Ja. Und... Ah, nochmal vorbei. Aber das wird noch, das wird noch. Nochmal. Bombentreffer. Oh, jetzt ist er böse auf mich. Das ist auch nicht so schlecht, denn dann kann Donner hinterhältige Angriffe machen, wie wir ja wissen. Gut, aber ich sollte doch auf meine Nahkampfwaffe wechseln, wenn ein Gegner auf Nahkampf Reichweite zu mir kommt, denn ansonsten habe ich Probleme meistens. Gut, es gibt noch sowas wie Feuerriesen oder Frostriesen. Das sind dann eben
Feuerriesen zum Beispiel mögen natürlich das Feuer und sind auch ziemlich immun dagegen. Frostriesen, tja, ditto mit Frost natürlich. Wo ist denn die scheiß Höhle hier? Wo finden wir die? Wo hat die sich versteckt? Oh, Wölfe. Hallo. Dann segne uns mal eine Runde. Oder Dana. Ja, für mich hat es jetzt nicht gereicht, aber ist auch nicht so wichtig. Ich stehe ja nicht an Vaters davon. Ich brauche nicht mehr Abwehr. Nicht unbedingt. Dana regelt das für uns. Schieß! Ja, triff auch. Und ha, tot. Gut. So. Ah, da ist doch eine Höhle. Ja, die sieht sehr passend aus. Dann möchte ich hier bitte eine Runde rasten. Ich brauche meine ganze Magie da drin, denke ich mal. Außer natürlich, ich kann es vielleicht diplomatisch lösen. Die Möglichkeit gibt es auch, aber ich möchte doch darauf vorbereitet sein, meinen Arsch zu retten, wenn es nötig wird. Bitteschön, danke. Okay, speichern und rein da. Schauen wir mal. Rumbauchshöhle. Oho. Gesang, sowas ähnliches jedenfalls hören wir, okay. Rumbauch so froh, hat Frau, die kochen kann. Halbling, Zwerg, Mensch, nichts brennt Frau an. Es ist mir egal, wer ich bin, wie ich heiße. Wenn Frau nur kocht, riecht's nicht nach Hund. Er ist wirklich groß. Lass uns vorsichtig sein, Mick. Hey, was habt ihr da... Hey, was habt euch da zu suchen? Euch solltet nicht in mir Höhle sein, es sei denn, ihr seid für mir zum Essen. Wollt euch, dass mir gehe und mir Frau suche, damit Frau euch kocht? Ja, genau, das ist die Idee. Boah, ihr habt ja eine wundervolle Stimme. Sie hat mich eigentlich hergelockt. Raffiniert, Mick. Gut improvisiert. Erfolg. Das habt euch aber nett gesagt. Mir schätze, wir werden euch doch nicht aufessen. Was wollt euch in Rumbauchs Höhle? Könnt ich mal mit eurer Frau sprechen? Warum wollt euch mit mir Frau reden? Frau ist keine gute Rednerin. Frau sitzt meist nur rum und heult rum und schreit rum. Genau wie mir Mama. Mir glaube, euch könnt ruhig mit Frau reden. Aber seid nett zu Frau, sonst mir gebe euch mal mächtig eins aufs Maul. Ja. Nee, ich spaß mir einfach komplett. Ist besser so. Okay, hier speichern wir nochmal. Das ist ein guter Punkt. Was wollt ihr? Ach, du dicke Kacke. Ich wäre froh, ich wäre die los, wär's meine Tochter. Oh Gott. Bitte, ihr müsst mir helfen. Nee, ich spreche die nicht so die ganze Zeit. Das reicht jetzt. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich muss hier raus. Allein der Gestank hier bringt mich um. Mal sehen, was sich da tun lässt. Will euch ja nicht auf den Wecker gehen, aber ich habe keine Lust, mein ganzes Leben hier zu verbringen und an so einen versoffenen Riesen zu bewirten. Okay, tja, das hat mir jetzt nicht weitergeholfen, dass ich mit ihr geredet habe. Dort hinten hat er noch Schutt liegen. Was machen wir mit ihm? Was machen wir? Euch schon wieder, was wollt euch? Ich möchte euch mal ein paar Fragen stellen. Mir bin gerne bereit. Ihr Gedächtnis ist sehr gut, aber kurz. Was wollt euch wissen? Warum wollt ihr eine Frau? Mir bin erwachsen und mir bin alleine. Mir kann saumäßig kochen. Mir Frau ist eine echt gute Köchin. Mir weiß, dass Frau noch wachsen wird. Und dann sind Frau und mir ein wundervolles Paar. Frau und ich werden uns gegenseitig die Köpfe einschlagen und kleine Riesen machen, genau wie mir Mutter und Vater. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn mir nur daran denke. Warum sucht ihr euch nicht lieber jemanden eurer Größe? Oh, Frau wird schon wachsen und dann eines Tages so groß sein wie mir. Es gibt ja niemanden sonst hier in Größe. Frau wird noch wachsen, ganz sicher. Aber sie ist eine Zwergin. Nein, Frau nur kleine Person. Wird aber noch wachsen. Eines Tages wird Frau sein wie mir Mama und wird auch groß sein. Was sagen wir? Ihr seid ein Idiot, Riese, oder ihr seid ein Riese-Idiot? Das ist sehr geil. Nein, größer als jetzt wird die nicht mehr. Auch ich bin ein Zwergriese und größer werde ich nicht mehr. Vielleicht euch zu Frau in Käfig sperren, dann wir euch beide wachsen sehen. Na gut, bin ja schon still. Falsch, mir war ja auch mal winzig klein, als mir jung war, aber mir ist doch auch gewachsen. Aber ihr seid ein Riese, sie nicht. Nein, mir ist nur eine große Person, Frau wird eines Tages auch mal groß sein.
Euch werdet aber wahrscheinlich nicht so groß, weil euch wohl sterben werdet, bevor euch noch viel weiter wachsen könnt. Euch habt riesen Mundwerk und seid dabei noch ziemlich hässlich. Ich bin ausgewachsen. Beweist das. Mir glaube euch nicht. Ich versuche mal wieder überreden. Oh, eigentlich kann ich das zum Glück ja. Ihr müsst mir glauben, sie wird nie eine richtige Frau für euch werden. Ah, verdammt. Verkackt. Nein, euch schafft es nicht, dass mir Frau nicht mehr liebe. Es ist furchtbar schwer, den zu sprechen, ey. Frau ist eine gute Köchin. Euch geht jetzt besser, sonst werfe ich euch auch in den Käfig zu meiner Frau. Ich schätze, ich lasse mich lieber einsperren. Vielleicht werdet euch später noch ein kleiner Imbiss vor dem Schlafen gehen. Ab in den Käfig. Das kann ich vielleicht noch ausbrechen. Das wäre noch auch eine friedliche Lösung, mehr oder minder.